Hallo Wolfgang. Hallo Bernadine. Wir begrüßen Sie wie immer recht herzlich bei Ihrem Weinfeinschmecker. Auch heute möchten wir Ihnen natürlich wieder einen schönen Wein präsentieren. Und ich glaube, Wolfgang, das ist dein Part. Also heute stelle ich Ihnen einen leckeren Wein vor aus Italien. Aus der Region Kalabrien, ein Cravello, bestehend aus 60%, plus 60%. 60% Gagliocco und 40% Cabernet Sauvignon. Und dieser Wein wird nur in limitierter Auflage. Das stimmt. Das in allen guten Weinjahren, also es wird nur Summe X ändern, mehr geht nicht. Wir hatten das große Glück, ein paar Flaschen zu ergattern. Ja, und die werden wir jetzt verkosten. Oder? Genau. Schenken wir uns mal gleich was ein, oder? Ja. Ich bitte darum. Oh, ein schönes Rot im Glas, ne? Super. Also nicht ganz so dunkel wie zum Beispiel bei einem Montes Alfa, aber ein schönes Dunkelrot. Und da fällt mir auch leichte Reflexe am Glas. Also ja, an Beerenfrüchte erinnert. Am Garten samtig. Samtig, ne? Muss ich auch samtig sagen? Ja, samtig. Am Garten samtig, ja. Ne? Samtig und da muss auch wieder. Leichter Anklang. Nach Pflaumen, nach gekochten Pflaumen. Denke ich auch. Trinktemperatur. 16 bis 18 Grad. Sie wissen ja, 16 bis 18 Grad ist eigentlich Zimmertemperatur. Weil Zimmertemperatur war früher, was die wenigsten wissen, lag bei 16 bis 18 Grad. Ich habe immer fälschlicherweise gedacht, wenn ein Wein Rotwein muss ich trinken bei Zimmertemperatur heute, dann gehen die meisten Weine kaputt. Ein junger Rotwein zum Beispiel, oder ein Mittel, wie der Cravello 2003, 16 bis 18, ich tendiere mehr zu 16. Wo kommt der eigentlich her, Wolfgang? Italien. Kalabrien. Ne? Was würdest du als Speise empfehlen zu diesem Wein? Als Speisenvorschlag zu diesem Wein große Braten. Ja. Und anspruchsvolle Gerichte. Wild, Geflügel. Sehr gut zu Gans. Aber auch, wie jetzt in der Sommerzeit, oft. Große Grillplatten. Ja, so eine deftige Grillplatte passt auch super. Passt auch super dazu. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall. Ein bisschen Lakritze. Süße Lakritze. Ja, ja. So ein Hint, ne? So. Ganz klein. So, meine Lieben, an dieser Stelle. Wie immer. Wie immer. Schade, dass das Fernsehen keinen Geruch mitliefert. Der ist wirklich traumhaft. Haben Sie eine schöne Zeit. Und immer einen leckeren Wein im Glas. Das wünsche ich Ihnen. Ihre Weinfeinschmecker. Melanie. Und? Wolfgang. Tschüss. Zum Wohl.